Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog Farbmanagement von A bis Z. Teil 1 habt ihr euch hoffentlich schon angeschaut und heute folgt Teil 2. Ja, schon mal herzlichen Dank für das Interesse an dem ersten Teil. Es sind einige Fragen aufgetaucht, sowohl bei Facebook bei den Postings als auch unter dem Video. Und eigentlich wollte ich die jetzt in dem Video beantworten, aber das wird deutlich zu lang und deswegen haben wir uns was anderes unterlebt. Und zwar werde ich einfach mal den Instagram-Kanal von Adobe für eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem wie viele Fragen ihr habt, übernehmen. Und dort werde ich live gehen und zwar am Freitag, den 15. Mai um 16 Uhr werde ich auf Instagram live gehen, also nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Adobe-Kanal und dort werde ich eure Fragen live beantworten. Also würde mich natürlich freuen, wenn viele von euch live zuschauen würden. Aber natürlich sammle ich auch die Fragen ein, die bisher schon unter die Videos gepostet werden. Deswegen nicht böse sein, wenn ich ja jetzt noch nicht ausführlich darauf antworte, sondern ich möchte es gerne in dem Live-Video tun. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, auch jetzt noch live, fleißig unter das Video posten, all die werde ich dann aufgreifen. Oder noch besser, ihr kommt einfach an dem Freitag mit auf den Instagram-Kanal von Adobe und dort werde ich in der Live-Session dann eure Fragen beantworten. So, aber jetzt machen wir hier weiter. Wir steigen direkt wieder ein hier mit Lightroom. Ich habe euch ja den kompletten Workflow bis hierhin schon einmal gezeigt. Wir übergeben das Bild jetzt an Photoshop. Dazu einfach rechten Mausklick, bearbeiten in und bearbeiten in Adobe Photoshop. Und das Schöne ist, dass, jetzt habe ich zwei Bilder aufgemacht, so. Das Schöne ist, dass die Einstellungen, die wir jetzt vorher in Lightroom getroffen haben, die sind jetzt genau hier drin. Das heißt, dieses Bild ist jetzt eine Datei im Farbprofil Adobe RGB. Und hat 16-Bit Farbtiefe, ist eine PSD-Datei, seht ihr hier oben, ist es kein RAW mehr, sondern ist eine PSD-Datei und hat eine Auflösung von 300 dpi, das seht ihr hier. Wie gesagt, das ist eine rein theoretische Größe. Auch dazu gab es Fragen, aber dazu möchte ich auf ein Video verlinken, das schreibe ich in die Beschreibung unten rein. Da habe ich das mit dieser Bildgröße und der Auflösung schon mal ganz genau erklärt. So, was müssen wir in Photoshop beachten? Photoshop gibt es hier unter dem Punkt Bearbeiten den Punkt Farbeinstellungen. Und das ist das Wichtige. Das heißt, wir können hier einstellen, in welchem Farbraum arbeite ich denn hier in Photoshop. Und auch hier gilt natürlich, in welchen Einstellungen ihr hier arbeitet, ist ein bisschen davon abhängig, was habt ihr für Equipment. Habt ihr einen Weitgamut-Monitor, so wie ich hier, dann wählt ihr als Farbraum natürlich auch den Farbraum, den wir in Lightroom schon eingestellt haben, nämlich Adobe RGB. CMYK, das ist nur notwendig für euch, wenn ihr ja zum Beispiel Kalender drucken wollt. Die werden von Druckereien ganz oft in CMYK gefordert. Da ist dieser ISO-coated V2 eigentlich ein recht gängiger Farbraum. Und wichtig ist, aber bleiben wir erstmal bei dem RGB-Farbraum, dass ihr hier dann Adobe RGB einstellt. Hier unten habe ich dann bei mir automatisch eingestellt, dass Bilder, die ich nach Photoshop lade, in meinen Farbraum konvertiert werden sollen. Das könnt ihr ausstellen, ihr könnt auch stellen, das einstellen, ob ihr jedes Mal gefragt werden möchtet. Bei mir findet die Konvertierung automatisch in den gewählten Adobe RGB Farbraum statt. Und das ist tatsächlich auch schon alles, was ihr bei Photoshop einstellen müsst. Und was für viele, ja, ein Buch mit 7 Siegeln ist fast, oder wo viele Angst davor haben, ist einfach der ganz große Punkt Drucken. Und auf den möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer eingehen, weil das ist überhaupt nicht schwer. Ihr müsst auf ein paar Einstellungen achten, die ihr hier in Photoshop machen müsst, aber dann ist der Druck an sich super, super einfach. Und warum reite ich so auf diesem Druckthema rum? Ganz einfach, ich zeige euch hier mal ein paar Bilder. Ich weiß, es ist immer super schwierig in so einem Video, wenn ihr es nicht anlangen könnt, auf sowas wie Papierhaptik und so weiter einzugehen. Ich versuche mal so ein bisschen hier mit Streiflicht verschiedene Ausdrucke zu filmen. Ihr seht aber schon, wie unterschiedlich die Bilder auf den unterschiedlichen Papieren wirken. Und das ist eben das für mich
Wichtige bei der ganzen Geschichte. Ich gebe meinen Bildern den finalen Touch dann mit dem Ausdruck. Deswegen, ich habe natürlich auch Ausdrucke, ich weiß gar nicht, ob es noch, ne, ist glaube ich gar nicht mehr im Bildausschnitt mit drin. Ich habe hier zum Beispiel einen auf Alu-Dibond gezogen ist. Da vorne habe ich eins, was auf Stoff gedruckt ist, was hinterleuchtet ist. Und dann habe ich ganz viele Rahmen, die seht ihr jetzt im Bild vorne. Und diese Rahmen, da wechsle ich quasi permanent meine Bilder, die ich sozusagen darin präsentiere für die Leute, die zu mir ins Studio kommen. Und da macht natürlich das Papier, was ich dann auswähle, einen ganz entscheidenden Punkt, wie ich mein Bild dann letztendlich präsentiere. Und deswegen ist es für mich so wichtig, wie ich auf was ich ausdrucke und wie ich drucke. Und deswegen möchte ich auf den Punkt nochmal eingehen. Und wer meine Videos kennt, weiß ja auch, dass ich schon mal auf Elefantendungpapier gedruckt habe. Das seht ihr jetzt mal ganz kurz im Bild. Und das ist halt einfach eine ganz, ganz edle Art, zum Beispiel seine Bilder zu präsentieren. Also Drucken ist für mich ein Teil, der leider, leider, leider bei vielen Fotografen so ein bisschen hinten runterfällt. Da hört die Präsentation mit dem ich zeige mein Bild online auf, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Deswegen gehe ich jetzt nochmal ganz kurz wieder auf das Thema ein und wir schauen nochmal, was müssen wir in Photoshop eigentlich einstellen, um schöne Ausdrucke zu erhalten. Also ich drücke einfach mal STRG P und da kommt schon das für uns wichtige Fenster. Ich habe mir gerade mal, das habt ihr im Video vorne gerade gesehen, habt ihr die Papierschachtel vielleicht gesehen, ich habe mir gerade ein brandneues Papier von Ilford schicken lassen. Das ist das Gold Fiber Rack, was die ganz neu auf den Markt gebracht haben. Und das ist ein sehr edles, mattes Papier und das möchte ich mal nutzen für dieses Gepardenporträt. Und warum ich das nutzen möchte, zeige ich euch gleich. Das ist ein Papier, was so ein bisschen eine Baryt-Anmutung hat. Also es ist leicht matt, aber nicht ganz matt sozusagen. Hat einen sehr schönen Weißton und ja, wirkt sehr, sehr edel. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem Bild zurück und drucken das mal aus. Zuvor muss ich allerdings noch eine Kleinigkeit installieren, denn ich müsste jetzt hingehen und meinen Drucker kalibrieren, genauso wie ich meinen Monitor kalibrieren muss, genau aus demselben Grund müsste ich auch meinen Drucker kalibrieren. Aber wenn man einen Drucker hat, einen gängigen Fotodrucker hat, dann ist es auch möglich, sich das Profil, was ich jetzt selbst erstellen würde, über ein Kalibrierungstool, mir von dem Hersteller herunterzuladen. Das habe ich schon mal gemacht und das ist jetzt in dem Fall hier das Ilford. Hier in dem Namen steht auch drin EPB 380, das ist sozusagen der Name von meinem Drucker. Und hier ist dann der Name Golden Fiber Rack, das ist die Papierart. Das ist sozusagen das ICC-Profil für diese spezielle Papierart bei diesem Druckermodell. Bei Windows ist es so, ihr macht einfach rechten Mausklick drauf und sagt Profil installieren. Das habe ich bereits gemacht, deswegen musste ich das jetzt nicht mehr machen. Bei Mac müsst ihr in die Library und Colors, in die Color Profiles dann die jeweilige Datei einfach hin verschieben. Und dann ist dieses Profil installiert und beim Neustart steht euch das dann in Photoshop auch zur Verfügung. Eine zweite Datei wird auch immer mitgeliefert. Wie gesagt, diese ICC-Profile könnt ihr euch bei den Papierherstellern, zum Beispiel eben Tecco oder Ilford, herunterladen. Und was ihr dann auch noch immer mitbekommt, ist diese Datei hier. Das ist eine sogenannte Settings-Datei. Da steht also drin, was für eine Papierart muss ich einstellen, welche Auflösung muss gedruckt werden und muss ich gegebenenfalls hier hinten bei der Farbdichte, bei der Papierstärke noch was ändern. Das zeige ich euch aber gleich hier in Photoshop. Also drücken wir einfach mal auf STRG P für Drucken, für Print und gehen als erstes hier oben in die Druckeinstellungen. Hier wähle ich dann mein Papierformat. Also ich habe in dem Fall möchte ich jetzt mir mal auf das A4 Papier drucken und ihr könnt hier noch aktivieren, ob das Ganze randlos passieren soll oder nicht. Dann haben wir hier noch die Papierart und da haben wir gerade in der Settings-Datei, wenn ich nicht so schnell drüber gegangen wäre, hättet ihr sehen können, dass ich das Semi-Gloss-Papier auswählen müsste, weil das ist sozusagen die Grundart, die vom Druckerhersteller vorgegeben wird, die wähle ich hier aus und diese wird auch genutzt, um das ICC-Profil sozusagen zu erstellen. Und dann gibt es noch den Punkt Papierkonfiguration. Da ist unter Umständen notwendig, was am
Papier zu verändern, an der Papierkonfiguration zu ändern. Zum Beispiel, wenn ihr ein sehr dickes Papier habt oder ein sehr dünnes Papier habt, muss hier gegebenenfalls die Stärke angepasst werden. In meinem Fall muss die Papierstärke hier jetzt auf 4 sein. Alles das, diese Werte findet ihr in der Settings-Datei. Die anderen Werte bleiben auf 0. Oder zum Beispiel, wenn ihr ein Papier habt, was nicht viel Farbe aufnehmen kann, kann sein, dass man die Farbdichte reduzieren muss zum Beispiel. Also diese ganzen Werte, es ist nichts, was man auswendig lernen muss oder was ultra kompliziert ist. Ihr schaut einfach in die Settings-Datei, was muss ich verändern. Also ihr müsst einmal die Papierart auswählen. Das ist definitiv mal in dem Fall das Semi-Gloss. Dann müsst ihr gegebenenfalls, wie gesagt, die Farbdichte oder die Papierdicke vielleicht noch einstellen. Und das war's und ihr klickt auf OK. Damit sind eigentlich die wichtigsten Druckereinstellungen schon gemacht. Damit ist gewährleistet, dass der Drucker mit dem richtigen Profil euer Bild so ausdruckt, wie ihr es denn am Bildschirm seht. Und ich klicke hier einfach auf OK. Apropos am Bildschirm seht. Das ist nämlich der große Unterschied, was ihr immer nicht vergessen dürft. Ihr habt mit dem Monitor ein leuchtendes Medium und ihr habt ein Papier, was logischerweise nicht leuchtet. Also die Sachen werden natürlich unterschiedlich aussehen. Trotzdem gibt es in Photoshop die Möglichkeit, sich anzuschauen, wie wird denn mein Papier ungefähr aussehen. Und dazu gibt es hier unter der Vorschau den Punkt Ausdruck simulieren. Und ihr seht jetzt schon, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt, ich klicke hier nochmal auf das Papier weiß, macht nochmal aus, ich weiß nicht, ob das im Screencast schön rüberkommt, aber ihr seht schon, wenn ich diesen Punkt Ausdruck simulieren anklicke, dann verliere ich in dem Fall einfach etwas Kontrast und es kommt daher, weil ich ein mattes Papier ausgewählt habe. Ich wähle hier nochmal, das PD. Das ist ein ganz mattes Porträtpapier von Teco in dem Fall. Und ihr seht, wenn ich jetzt mal hier Ausdruck simulieren, nicht simulieren mache, dass wir hier ganz extrem an Kontrast verlieren. Wir bekommen einen sehr, sehr matten Look. Und das könnt ihr hier mit diesem Softproof überprüfen, wie wird euer Bild später im Ausdruck dann aussehen. Wenn ihr noch wissen wollt, welche Farbe das Papier hat, klickt ihr hier unten noch auf Papierweiß anzeigen. Und da seht ihr hier, auch das Papierweiß ändert sich so ein kleines bisschen. Wenn ich jetzt hier mal eins auswähle, wie das Iridium Silber, das ist ein sehr kühler Farbton. Wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher, wie es im Screencast rüberkommt, aber ihr seht hier, ich aktiviere es auch hier nochmal und deaktiviere es nochmal, mache das Papierweiß nochmal ein. Es wird deutlich kühler von der Anmutung, weil das Papier nicht rein weiß ist, sondern einfach ein bisschen einen kühleren Ton hat. Und dafür gibt es andere Papiere, die sind schon fast gelb, da würde der komplette Ausdruck natürlich deutlich, deutlich wärmer werden. Aber wir wählen mal das Papier, das wir wollen. Das wäre in meinem Fall jetzt hier das Ilford. Auch hier Papier anzeigen und wir gehen mal hier hin und deaktivieren das und aktivieren das. Und wir sehen hier, ich habe einen ganz geringen Verlust des Kontrastes sozusagen. Und das sagt mir, ich habe hier ein mattes Papier und deswegen dieser geringe Kontrastverlust. Die große Frage ist jetzt hier, was ich bei diesen ganzen Einstellungen jetzt hier einstelle. Wichtigster Punkt, Farbmanagement durch Photoshop, nicht durch euren Drucker, weil ihr wollt ja bestimmen sozusagen, wie es gedruckt werden soll. Einen Punkt habe ich gerade schon gemacht, das Druckerprofil, da müsst ihr das einstellen, was ihr von dem Hersteller runtergeladen habt. In meinem Fall ist es jetzt hier das Profil von dem Ilford-Papier. Und dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich der Renderpriorität. Hier unten die Tiefenkompensierung, das ist wichtig, vor allem wenn ihr schwarz-weiß druckt, das solltet ihr die Tiefenkompensierung immer aktiviert haben. Aber auch generell lasse ich die eigentlich immer aktiv, auch wenn ich keine Schwarz-Weiß-Bilder ausdrucke. Renderpriorität, da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen, eigentlich auch nicht in die Tiefe. Wie gesagt, die Videos, die dürfen jetzt auch nicht 3 Stunden lang werden. Auf meinen Workshops kann ich da ein bisschen mehr dazu erzählen. Hier nochmal in Kürze, ihr könnt euch einfach nur Folgendes merken. Ich drucke sehr viel im Modus Perzeptiv. Warum? Weil ich sehr viele People-Aufnahmen habe. Also ihr könnt euch im Prinzip merken, wenn ihr ein Bild habt, wo von einem Farbton sehr viele Nuancen da sind, wie zum Beispiel einem Porträt oder jetzt auch diesem Bild hier, da ist die bessere oder bekommt ihr die besseren Ergebnisse mit der Renderpriorität perzeptiv.
Wenn ihr ein Bild habt, wie eine Landschaftsaufnahme, wo ihr grün habt, wo ihr blau habt, wo ihr von mir aus noch rot oder sonst so, also sehr viele Farben gemischt sind, da ist es besser, mit der Renderpriorität relativ farbmetrisch zu arbeiten. Mit dieser Renderpriorität wird im Prinzip nur festgelegt, wie werden die Monitorfarben in die Druckfarben umgerechnet. Da die nicht eins zu eins übereinstimmend sind, diese Farbräume, müssen die umgerechnet werden. Und wie die umgerechnet werden, das wird eben hier mit dieser Renderpriorität festgelegt. Also ihr könnt euch merken, dass gerade wenn ihr in der People-Fotografie unterwegs seid, dass ihr einen Großteil der Dinge mit dem Modus Perzeptiv abfrühstücken könnt, liefert die besten Ergebnisse, weil eben zum Beispiel bei einer Haut von einem Farbton sehr viele Nuancen da sind. Da ist Perzeptiv besser, habt ihr sehr bunte Bilder im Sinne von sehr viel unterschiedliche Farben, da ist wahrscheinlich dann relativ farbmetrisch der bessere Farbraum. Dann haben wir hier unten noch die Druckgröße. Da kann ich zum einen mal sagen, ich möchte es so groß drucken, wie das Medium eben zulässt. Da bleibt natürlich jetzt hier, weil wir ein 2 zu 3 Format haben und die DIN-Formate eben kein 2 zu 3 Format sind, bleibt immer ein Rand übrig. Aber ich kann natürlich auch hier, könnte natürlich auch hier einfach sagen, ich möchte mal, na, das ist 29,7, wenn ich jetzt hier die Höhe auf 21 festlege, dann bin ich aber einem randlosen Ausdruck, dann fehlt mir natürlich rechts und links was hier von diesem Bild. Ich drucke es ganz häufig so aus, dass ich hier einen kleinen Rand lasse. Das heißt, gehen wir hier wieder auf die 27 cm und dann wird das Bild mittig platziert. Aber auch das, die Position auf dem Blatt, könnte ich hier festlegen. Und das war es letztendlich auch schon. Also, das hört sich immer wahnsinnig kompliziert an und ja, ich muss in verschiedene Fenster reingehen. Aber im Prinzip, fasse ich nochmal zusammen, müsst ihr euch eigentlich nur Folgendes merken. Also, ihr müsst euch als erstes das passende ICC-Profil von dem Druckerpapier runterladen. Das bekommt ihr bei dem Hersteller auf der Webseite in der Regel. Also bei Tekko und bei Ilford ist es so, da gehst du auf die Papiere und da findest du einen Download-Link, da kannst du die ICC-Profile runterladen. Dann ICC-Profil installieren. Bei Windows geht es einfach mit einem Rechtsklick und auf Profil installieren. Bei Mac müsst ihr es in der Library in den ColorSync-Ordner stecken. Und dann müsst ihr euch noch die Settings-Datei anschauen, die mit dem Papier mitgeliefert wird. Da legt ihr im Prinzip fest, auf was für eine Papiergrundart sozusagen ist die Profilierung passiert. Also das ist meistens entweder matt, glänzend oder in dem Fall jetzt Semi-Gloss oder Porträt. Das sind also die vier, die es bei mir zum Beispiel gibt. Diese vier Grundarten, die stellt ihr ein. Und dann gegebenenfalls, so wie jetzt in dem Fall bei dem Papier auch, müsst ihr noch in der Papierkonfiguration Änderungen vornehmen. Bei zum Beispiel einem sehr dicken Papier müsst ihr das einstellen, damit der Druckkopf nicht an dem Papier hängen bleibt zum Beispiel. Oder bei einem sehr matten Papier müsst ihr festlegen, dass nicht so viel Farbe aufgetragen wird und so weiter und so weiter. Und das sind maximal zwei Punkte, die ihr in der Papierkonfiguration eintragen müsst in der Regel. Und dann war das auch schon. Und die Renderpriorität, das ist der zweite wichtige Punkt, die stellt ihr entweder bei Bildern, die den gleichen Farbton in vielen Nuancen haben, wie zum Beispiel Porträts oder jetzt eben auch bei dieser Gepardenaufnahme, stellt ihr auf Perzeptiv ein, habt ihr ein sehr buntes Bild im Sinne von sehr viele unterschiedliche Farben, stellt ihr relativ farbmetrisch ein. Und das ist das Einzige, was ihr da ändern müsst. Das Druckerprofil natürlich einstellen, das ihr euch runtergeladen habt. Das taucht automatisch in dieser Dropdown-Liste von Photoshop auf, wenn ihr das Profil an der richtigen Stelle installiert habt und dann einfach nur noch auf Drucken klicken. Und wie ihr hier seht, haben wir dann einen wunderschönen Ausdruck, in dem Fall jetzt von diesen netten Geparden abends im Sonnenlicht. Und die sehen halt dann tatsächlich so aus wie auf meinem Monitor hier. Und wie gesagt, wenn ihr das im Vorfeld schon, damit ihr kein Druckerpapier verschwendet, simulieren wollt oder eine Ahnung bekommen wollt, wie sieht denn das Bild dann ausgedruckt aus, dann habt ihr in Photoshop hier die Möglichkeit, mit dem Softproof euch anzuschauen, wie wird das Bild aussehen, wie ändert sich die Farbe des Bildes durch das Papierweiß und wie ändern sich die Kontraste durch die Papierart. Aber nicht vergessen, wie gesagt, der Monitor ist ein leuchtendes Medium, das Papier nicht. Also wird es immer noch kleine Unterschiede geben. Von der Farbigkeit her ist es aber eins zu eins das Gleiche. Und
da ganz wichtig, es ist nicht zwingend notwendig, jedes Mal seinen Drucker selbst zu kalibrieren. Es reicht wirklich da aus, wenn ihr die fertigen vom Hersteller angebotenen ICC-Profile verwendet, um hier schöne Ausdrucke zu bekommen. Ansonsten kann ich euch nur ganz, ganz, ja, stark ans Herz legen, druckt doch mal selbst. Online präsentieren, ja, ist schön und gut, aber ein ausgedrucktes Bild ist so viel schöner. Und kleiner Tipp noch für diejenigen unter euch, die ja, das Ganze beruflich oder halbberuflich, semiprofessionell machen. Kennt ihr das auch, wenn ihr mit eurem iPad zum Kunden geht und dem Bilder zeigt, dann geht es hier, machen Sie diesen hier, scrollen einfach so durch. Geht ihr aber mit einem Buch hin, ich zeige euch hier gerade mal was im Bild, wo ihr eure Bilder ausgedruckt habt, dann werden die ganz vorsichtig die Seiten umblättern und werden eben nicht nur eine Sekunde pro Bild investieren, sondern werden die Bilder mehrere Sekunden anschauen und das hat eine ganz andere Wertigkeit. Also, das Papier, die Papierart, auch das habe ich euch gezeigt, hat einen riesen Einfluss auf das, auf den Look des Bildes. Deswegen, ja, kann ich nur jeden von euch animieren, druckt mehr. Und ja, ich hoffe, mit meiner kleinen Miniserie, mit diesen beiden Videos, habe ich mal so ein bisschen damit aufgeräumt, mit dem Mythos, dass Farbmanagement so wahnsinnig schwierig ist. Und ein Kommentar, der unter einem meiner Videos aufgetaucht ist, oder unter einem Facebook-Post aufgetaucht ist, von wegen, dass das ja nur was für professionelle Fotografen sei, dem muss ich ganz, ganz stark widersprechen. Für mich, auch als ich noch Hobbyfotograf war, war Farbmanagement extrem wichtig, denn ich möchte ja wissen, was ich dann letztendlich vielleicht mir nicht selber drucke, aber ausgedruckt bekomme. Und ich kann keine Bilder bearbeiten, wenn mein Monitor nicht richtig eingestellt ist, wenn ich kein Farbmanagement betreibe. Farbmanagement hat nichts zu tun mit einem professionellen Fotografie. Farbmanagement soll jeder betreiben, der seine Bilder bearbeitet und dann vielleicht auch mal gedruckt oder wie auch immer an der Wand hängen möchte. Deswegen, Farbmanagement ist nicht nur was für Profis, sollte jeder von euch machen. Und wer jetzt immer noch Fragen hat, zum Schluss nochmal der Reminder: Am Freitag, dem 15. Mai, auf dem Adobe-Kanal, auf dem Instagram-Kanal von Adobe um 16 Uhr gehe ich live und beantworte dann noch die Fragen, die jetzt immer noch offen sind. Ich hoffe, es sind nicht mal allzu viele, oder doch? Ich würde mich freuen, euch auf jeden Fall da auch live zu sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.